Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge von Iron Order 1919. Ja, wir haben die Kriegszeiten erstmal überstanden. Jetzt heißt es erstmal Friedenszeiten überstehen. Nein, du sollst nur hier vorne hinfliegen. Mehr sollst du nicht. Danke, mehr tust du auch nicht. Aber wir haben jetzt hier unsere schweren Mechs fertig. 2 Stück davon. Die bewegen wir hier schön nach Essen. So, hier am besten weiter mit Artis bauen. So, Forschung ist ja in Gange. Ich möchte hier besser Mechs. Ja, leider ist mit Mech aus. Aber Abfangjäger können wir machen. Aber da sammeln sich jetzt welche. Da kommen diese noch mit dazu. Haben wir hier schon eine schlagkräftige Truppe. Und jetzt bin ich mal gespannt, mit wem der noch alle Krieg hat. Nur mit der Union. Ja, das ist ja mal interessant, oder? Er baut Infanteristen, ich habe hier nur so schwere Mechs. Genauso wie jeder Titan, ne? Der hat ja auch wahrscheinlich übelste Reichweite. Infanterie platzieren? Diese Einheit kann Infanterie einsetzen, um die Eroberung feindlicher Territorien zu unterstützen. Kostet halt nur ein bisschen mehr, ne? Das ist geil, die kann Infanterie platzieren. Ich habe ja Infanteriebataillonen dann mit dabei. Titan, aber ich habe hier sonst keinen anderen Mechs dabei, oder? Und forschungstechnisch bin ich bei leichten Panzer auf Stufe 2, oder? Jo. Da forsche ich gerade Stufe 4 Mech. Und den Titan forsche ich gerade. Wenn der Titan fertig ist, welche Fähigkeiten hat er dann? Oder eher gesagt, wie viele Trefferpunkte? Hier ist halt brutal, ne? Trefferpunkte 250. Das ist krass. Aber die sind aber auch nicht schlecht. Wenn ich die mir so genauer angucke. Sind zwar nicht so heftig krass wie so ein der andere Mech, aber sehr stark, ne? Sehr, sehr stark. Mir wurde ja empfohlen, dass ich hier auf Mechs gehen soll. Vor allen Dingen schweren. Ja, Frankreich hat mir gerade geschrieben, ob ich ihnen helfen könnte in Spanien. So, wollte ich mit Titan und sowas da hinschicken. Aber gucken, dass ich dann hier vielleicht einen neuen Titan bauen kann in Stuttgart. Habe ich das bisschen Gold? Nein, leider nicht. Muss ich dieses bisschen Eisen jetzt auf dem Markt einkaufen? Ja, ich soll zwar nicht auf dem Markt einkaufen, ja, ich weiß, aber ich will den Titan bauen. Ich brauche 9000.
Dann holen wir uns nochmal die 1000, oder? Haben wir. Titan ist im Bau. Da sind noch Flugzeuge. Da sind noch Flugzeuge. Hier sind noch Flugzeuge. Habe ich sonst noch irgendwo ein paar Flugzeuge? Nein, die können erstmal alle hier hin. Erstmal alle das schön sammeln. Hier muss am besten noch eine Landebahn. Das heißt, hier habe ich dann jetzt einen Jägermech. Die müssen alle hier hin. Und Jägermech am besten noch eine Forschung rein. Gut. Da habe ich schon die aktuellste größte Forschung. Und hier leider geht das nicht. Kann ich dann an Flugzeugen noch eine bessere Forschung machen? Fehlen nur ein paar Forschungsflaschen, aber ich glaube, das Geld haben wir nicht, ne? Guck mal, Rohstoffe. Forschungsflaschen. Guck mal, nur 200 kosten so und so viel, ne? Einfach nur krass. Dann ist wohl nichts mit Forschen wohl in dem Bereich. Ach, es läuft ja auch gerade aktuell noch eine Forschung. Welche Forschung läuft denn noch? Da läuft noch und für schwere Mech läuft noch. Okay, kann man leben, ne? Die sind danach ein bisschen stärker, ne? Ja. Ist okay. So, Infanteristen können wir hier ausbauen, ne? Aber wir können auch mehr schwere Bomber bauen, wenn wir wollen. Können mehr schwere Bomber bauen. Und das werden wir auch tun. Wegen die brauchen wir auf jeden Fall. Infanteristen, ja, meinetwegen mal ein Stack und hier dann auch nochmal. Am besten. Und 200 Stahl. Meinetwegen. Baut. Was brauchen wir denn für so einen Jägermech? Da brauchen wir wieder 2300 Stahl. Fehlt uns natürlich. So ein schwerer Mech wäre natürlich auch. Also mittlerer Mech wäre natürlich auch geil. Und für die Flugzeuge werden mir nachher den Hintern retten. Das ist definitiv klar. Also dazu keine Frage. Und die stellen wir hier wieder schön an der Grenze hin. Also schön in die Nähe davon. Was ist das? Eine Kanonengießerei. Können wir ja reparieren, wenn möglich. So, Stahl ist auf jeden Fall ein essentiell wichtiger Rohstoff. Aber da ist schon die größte Industrie stehen. Nee. Können wir mal. Und dann Flaschen, der auch nice. Die werden hier. Können wir mal die Industrie überhaupt anfangen zu bauen, ne? Nö. Rekrutierung auf jeden Fall. Oil ist auch noch ein Problem. Aber Oil ist auch ein Kernland von uns, ne? Hier. Wäre Industrie auch nice. Wenn wir die bauen würden. Aber passt schon.
Er ist aktuell in Finnland unterwegs. Das heißt, er ist gerade hier im Krieg. Ist okay. Da habe ich Zeit, mich aufzurüsten. Ich werde mich aufrüsten. Wenn diese Mech-Armee, die ich hier nachher habe, das ist einfach mal unglaublich stark. Das wird einfach nur krass. Ja, ich bin jetzt hier Richtung Marokko gegangen und ja, wie es aussieht, sind hier ein paar Gegner, die hier so ein bisschen Stress machen wollen. Ein bisschen ist gut, ey. Ein KI-Gegner? Ne, das sind menschliche Spieler. Alles menschliche Spieler. Und die wandern ein bisschen weiter nach oben. Können wir auch weiter schön die Arti schießen. Das heißt, die Arti kommt dann hier mit. In dieser Position. Die bleiben da. So, Forschung. Machen wir mal hier dicke Bombe, oder? Oder gehen wir mal direkt langsam auf die ab hier. Der Leviathan kann, der kann ja auch auf Land gehen, oder? Nee. Der ja nicht. Der? Auch nicht, aber der wäre extrem interessant für Flugzeuge, ne? Machen wir Arti, macht man ein bisschen besser. Und du fliegst dahin, dann ist es ein schöner 10er-Stack mit Bombern. Dann ließe sich das gut einrichten. Auch wenn ich jetzt defensiv Vorteile habe, ne, kann ich trotzdem mit der Arti schießen. Werde ich auch neue bauen, ne? Wäre, glaube ich, auch interessant. Dass ich die auch immer an Laufen halte. Die Titan ist am Bauen. Der neue. Nee, nee, nee. Infanteristen. Die hier, die mechanisierten, die finde ich gar nicht mal so schlecht. Mittlere Mechs. Finde ich auch nicht so schlecht. Guck mal, die kann ich auch noch dazu stoßen. Da habe ich dann Elverstack an Fliegern. Das reicht ja auch wohl. Hoffe ich mal. Da sind die einfachen Infanteristen. Weißt du was? Vielleicht ziehe ich mich einfach mit denen hier einfach zurück und lass die einfach machen.
Wegen Supermech ist das ja. Aber Anti-Ärgern? Weißt du was? Scheiß drauf, lass sie laufen. Einfach mal hier richtig schön hin und her laufen. Das ist schön. Das passt schon. Eine Landebahn wäre nicht schlecht. Und da auch, ne? Da wäre auch eine gut. Hätte man auf jeden Fall so ein paar mehr Anbindungen für Flugzeuge. Und ich glaube, liebe Freunde, dann würde ich mal sagen, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Schrank.